Okay. Objecten migreren. Wir haben eine alte Domäne, wir haben eine neue Domäne. Wir haben eine Domäne, sprich eine SID für ein Objekt. Eine SID besteht immer aus einem Domänenteil und einem RID-Teil, dem Relative Identifier. Das heißt, pro Domäne gibt es eine SID, die mal so beginnt zum Beispiel. Diese Domäne hat eine andere Grund-SID und dieser wird dann noch der Relative Identifier angehängt. Und damit dieser eindeutig ist innerhalb einer Domäne, sorgt der RID-Master. Die FISMO-Rolle, der Betriebsmaster, RID-Master. Das heißt, der versorgt die Domänenkontrolle einer Domäne mit RIDs, dass die nicht dupliziert sind, also nicht doppelt vorkommen, sondern dafür, dass wirklich die RIDs eindeutig sind. Und wenn ein Objekt erstellt wird auf einem beliebigen Domänencontroller, wir haben eine Multimaster-Replikation, dann wird dann eine entsprechende RID aus dem Pool genommen und hinten angehängt. Ganz übel ist es, wenn der RID-Master nicht mehr richtig funktioniert und unter Umständen sogar doppelte RIDs vergibt. Hatten wir dieses Jahr bei einem Kunden, das heißt, es hat sich so verhalten, man hat ein neues Objekt erstellt im AD und ein altes hat sich verabschiedet. Das heißt, also mit der doppelten RID hat dann einfach mal gesagt, okay, bin nicht mal gefragt, ich gehe dann mal. War nicht unbedingt besonders schön. Da musste man die ganzen RID-Pools neu aufräumen, neu organisieren. Da habe ich auch ein kleines Tool geschrieben, gibt es auch auf meinem Blog, unter plan.org, getsid.exe. Kann man ausführen, da kann man sich mal alle SIDs zum Beispiel mit RID, ohne RID exportieren lassen von einer ganzen Domäne, von einem angegebenen Pfad. Und das Tool spuckt auch aus, welches die höchste RID ist in der Domäne, die momentan verwendet wird. Also noch ganz spannend. Da gibt es aber auch noch einen ganzen Artikel drüber auf meinem Blog, wo es dann auch um Scripts geht von Microsoft, die man downloaden kann, um eben so einen RID-Pool auf einem Domänencontroller als ungültig zu erklären. Invalidate RID Pool nennt sich dann das Ganze. Gut, da also eine neue Domäne auch immer eine andere SID hat, zumindest der Domänen-SID-Teil ist anders, und wir migrieren Benutzer, wir migrieren aber noch nicht die Ressourcen selber in der alten Domäne. Wie können wir also gewährleisten, dass der Benutzer, wenn er sich in der neuen Domäne anmeldet, immer noch auf die alte Domäne, auf die Ressourcen selber Zugriff erhält? Sprich, nicht nur mit Benutzern, sondern auch mit Gruppen-SIDs verhält sich das so. Oder mit Computer-SIDs. Die Lösung ist das Attribut SID-History. Das heißt, ein Objekt hat eigentlich nur eine einzige SID, kann auch gar nicht mehr als eine SID erhalten. Aber es gibt halt eben noch ein weiteres Attribut, das mit Windows 2000 hinzugefügt wurde. Wenn ich im Native Mode 2000 bin, habe ich das. Und das nennt sich SID-History. SID History, wie gesagt, einheitlich Modus Windows 2000 ist das Minimum. Und während des Migrationsprozesses kann ich die alte SID des alten Objekts in das Attribut SID History des neuen Objekts kopieren. Wie verhält sich das dann? Bei der Anmeldung an einen Client mit einem Benutzernamen und Passwort erhält der Client einen sogenannten Access Token. Das heißt, er meldet sich an, indem er die Benutzerinformationen an den Domain-Controller sendet. Dieser schaut dann nach, in welchen Gruppen dieser Benutzer Mitglied ist. Jedes Objekt, sein Benutzerobjekt sowie auch seine Gruppenzugehörigkeiten hat natürlich im Hintergrund eine SID und vielleicht eine oder mehrere SID-Histories. Und all diese SIDs aus dem SID-Attribut und SID-History-Attribut werden zusammengepackt, stellt im Prinzip einen Schlüssel dar pro SID, die da zusammengekratzt wird und wird dann in Form eines Access-Tokens an den Client übertragen. Dieser kann diesen Access-Token verwenden, um auf Ressourcen zuzugreifen. Da wird dann geschaut, welche SID hast du, wie ist die Ressource geschützt und welche Rechte ergeben sich aufgrund dieser Tatsache. Das heißt, die SID-History wird dabei mit berücksichtigt, grundsätzlich. Zu beachten ist, dieser Access-Token kann standardmäßig nur eine gewisse Größe erhalten. Das heißt, er ist bytemäßig begrenzt. Wenn der Standardwert nicht ausreicht, muss man diesen erhöhen. Das kann man über eine Gruppenrichtlinie tun, so einen Access-Token erhöht. Das Problem ist aber in extremen Umgebungen, dass das irgendwann mal deadly enden kann. Das heißt, wir hatten einen Kunden, der hat eine riesen SharePoint-Umgebung aufgebaut mit einer ganz speziellen Gruppenverschachtung, mit einem speziellen Gruppenkonzept. Da kam es gerne mal vor, dass ein Benutzer mehreren Gruppen Mitglied war.
diese Gruppen wiederum mehreren Gruppen und so weiter. Das heißt, ein Benutzer war schnell mal so 550 Gruppenmitglied, alles in allem. Man migriere diese Objekte jetzt in eine neue Domäne. Die SID-History wird mit übernommen. Das heißt, es verdoppelt sich dann die Anzahl. Das ist nicht mehr 550, sondern 1100. Und Microsoft Windows macht bei 1024 Ende vorig. 1024 SID Listen Access Token ist das Maximum. Man könnte ein Access Token auf 5 MB einstellen, das spielt keine Rolle. Bei 1024 ist Schluss. Erklärung Microsoft ist, sprich keine Namen mehr nötig, Dead End. Microsoft sagt, this behavior is by design. Standardaussage Microsoft. Dead End. Zudem, wenn wir jetzt das Gefühl haben, ja gut, jetzt können wir die SID Histories übernehmen, das ist ja wunderbar, das Attribut habe ich in der neuen Domäne. Es müssen auch noch ein paar andere Gegebenheiten erfüllt sein, wo aber der ADMT Wizard hilft, der setzt das Ganze entsprechend um. Es muss zum Beispiel in der alten Domäne eine Gruppe geben, die den Namen der neuen Domäne trägt und drei Dollarzeichen am Schluss hat. Das kommt von Microsoft, klar sind Dollarzeichen am Schluss. Ja, und die Überwachung muss eingeschaltet sein auf gewisse Aktionen etc. Das macht alles ADMT in der neuen Version. Bei ADMT 1.0 oder 2.0 musste man das noch von Hand einrichten. Da kam der Assistent und sagte so, mach mal. Macht richtig Spaß. Gut, aber jetzt haben wir die SID-History migriert. Das heißt, der neue Benutzer in der neuen Domäne wäre eigentlich noch in der Lage, in der Übergangszeit auf die alten Ressourcen zuzugreifen. Theoretisch. Aber die SID-Filterung, die standardmäßig aktiviert ist auf dem Trust, sie spricht dagegen. Das heißt, wenn ihr über Forest-Grenzen hinweg migriert, nur dann spielt das eine Rolle. Sprich, einen Neuaufbau macht von einer Umgebung oder einen Merger vornimmt, dann wird die SID-History nicht über Forest-Grenzen hinweg übergeben. Par default. Der Benutzer versucht das zwar, aber die Vertrauensstellung sagt, nö, das filtern wir mal raus, die ganzen SID-History-Attribute. Das heißt, man muss bei Bedarf dieses Ding deaktivieren, diese SID-Filterung, damit man erfolgreich eine Übergangszeit auf den Zugriff gewährleisten kann. Das Ganze geschieht natürlich über Command Prompt, nicht über grafisches Klick-Klick. Es gibt den Befehl MapDom mit dem Parameter Trust. Da kann ich die Domäne angeben, die Trusted Domain. Und schon ist es sehr praktisch, wenn man vorher den Slide gesehen hat, mit Trusting und Trusted. Was ist jetzt wo? Enable SID-History, no. Standardmäßig, wie gesagt, ist es yes. Dann gibt man auch einen Benutzer an, der das auch ändern darf, je nach Typ der Vertrauensstellung, einen Domain-Admin oder bei Forest Trust dann halt eben den Enterprise-Admin. Es gibt auch noch so einen Gummi-Parameter, das ist die Quarantäne-Funktion. Quarantäne kann ich aktivieren und dafür die SID-History wiederum disable. Wie verhält sich das? Schauen wir uns das mal grafisch an. Man nehme einen Benutzer in der neuen Domäne, der wurde migriert von der alten Domäne her, möchte jetzt gerne auf Ressourcen zugreifen, die sich noch in der alten Domäne befinden. Versucht das natürlich, oder geschützt ist die Ressource mit einer Access Control List, die besagt, diese SID hat lesen zulassen im Hintergrund. Der Benutzer hat aber diese SID neu erhalten nach der Migration, hat aber natürlich seine alte SID History mitgenommen in diesem Attribut und das wäre ein perfekter Match. Das heißt, wenn der seinen Access-Token schickt, müsste er eigentlich Zugriff erhalten. Aber die SID-History, SID-Filterung sagt halt eben hier, nö, dieser Schlüssel geht rüber, dieser Schlüssel geht verloren, wird geblockt durch die SID-Filterung und somit erhält er keinen Zugriff auf diese Ressource. Wenn ich die Quarantänenfunktion, also wenn ich es abschalte, ist klar, dann funktioniert es. Aber abschalten heißt auch, dass irgendjemand da draußen ein böser Bube sagen kann, ich fülle mal mein SID-History-Attribut mit irgendwelchen SIDs. Und dann erhält dann eben auch Zugriff auf diese Ressource. Deshalb hat Microsoft mal gesagt, standardmäßig blocken wir das. Du musst zuerst mal die Unterschrift deiner Großmutter geben, damit du das wirklich tun möchtest. Wir können aber eben auch die Quarantäne einschalten, anstatt die ganze SID-Filterung zu deaktivieren. Quarantäne ist eine Art Loch, das wir darstellen. Das heißt, es dürfen nun alle SID-History-Einträge passieren, diese SID-Filterung, welche von vertrauten Domänen herkommen. Nicht irgendwelche, aber alles, was gemäß dieser Vertrauensstellung als vertraute Domäne gilt, funktioniert. Somit kann Ubuntu auch nicht mal großartig etwas tun.
Und dann zu beachten, das unbedingt noch entsprechend umsetzen mit dem NetOnTrust-Befehl, wie vorher gesehen. Ich denke, auf eine Demo können wir jetzt hier verzichten, aber wir migrieren ziemlich schnell anders rüber. Migrationsphase. Zuallererst möchten wir vielleicht mal die GPOs übertragen, die ganzen Gruppenrichtlinien und Objekte. Wenn ich diese mit übernehmen möchte in die neue Struktur, wenn ich das nicht neu aufbaue in der neuen Umgebung. Um GPOs zu übertragen, gibt es ja in der GPMC, in der Group Policy Management Konsole, eine Funktion, die nennt sich Alle sichern. Ich kann also alle Gruppenrichtlinien und Objekte sehr einfach in ein Verzeichnis sichern. Ich kann diese aber nicht einfach so wieder mit der GPMC importieren in einer neuen Domäne. Ich kann die wiederherstellen in der alten Domäne, wo ich sie gesichert habe, aber nicht in der neuen Domäne, default-mäßig. Dafür gibt es aber eine Script-Sammlung von Microsoft für die GPMC. Die wurde standardmäßig mitinstalliert unter 2003. Bei 2008 und höher ist sie aber nicht mehr mit dabei, wenn die GPMC drauf ist. Da muss man wiederum einen Zusatz-Download starten. Also einfach GPMC-Skriptsammlung mal googeln und man erhält ziemlich schnell den Download-Link zu einem Installationsprogramm, um dies dann tun zu können. Das heißt, GPOs exportieren wir mit der GPMC und importieren sie dann mit einem Script, das in dieser Skriptsammlung drin ist. Das nennt sich importallgpos.wsf, wird mit C-Script ausgeführt. Da gibt man als Parameter noch an, wo das Backup-Verzeichnis liegt, wo ich das hingelegt habe. Und nach einer gewissen Zeit sind die ganzen Objekte drin. Betonung auf, die Objekte sind drin, nicht die GPO-Links. Das heißt, alle Verknüpfungen werden nicht mit exportiert und importiert. Aber er hat ja nicht mal noch die O-Struktur auf der neuen Domain. Was tun? Das sehen wir dann nachher noch, wie man auch GPO-Links exportieren und importieren kann. Wenn jetzt natürlich bei GP-Objekten vielleicht in der alten Domäne noch spezifische Sicherheitsfilterungseinträge erstellt worden sind. Zum Beispiel in der alten Domäne bekommt eine GPO nur die Mitglieder der Gruppe G-Support. Und die heißen der neuen Domäne vielleicht anders. Könnte mit einer Migration Table entsprechend das noch anpassen. Das macht uns einen Search Replace. Zeige ich auch noch gleich kurz in der Demo, wo ihr sagen könnt, beim Importieren ersetze bitte G-Support mit G-Helpdesk. Dann werden automatisch Pfade oder Sicherheitsfilterungseinträge in den GPOs beim Import ersetzt. Das wäre einfach noch der weitere Parameter für diesen Skriptaufruf, die XML-Datei. Die XML-Datei müsst ihr nicht vorhanden erstellen. Die wird, wie gesagt, über dieses Tool erstellt, das sich in GPMC integriert, die Migration Table, wo dann halt eben der Search-Text angegeben werden kann und der Replace-Text und der Typ des Feldes, wo dann entsprechend umgesetzt werden muss. Gut, wir gehen mal auf die alte Domäne, auf den alten DC, der ist damit mal eine neue gestartet. Bevor wir jetzt da vielleicht noch die GPOs exportieren, schauen wir noch kurz, dass der Kennwort-Export-Server auch wirklich gestartet ist. Momentan ist er, wie gesagt, noch beendet und manuell. Nehmen wir den noch kurz auch automatisch und starten. Dann haben wir das auch schon mal vorsondiert. Verwaltung. Gruppenrichtlinienverwaltung, Gruppenrichtlinienobjekte, rechte Maustaste, alle sichern. Und hier kann ich den Migrationstabellen-Editor übrigens auch öffnen, wie ein Altbacken aussieht. Und da kann ich dann einfach sagen am Schluss, ich möchte gerne diese Migration Table speichern unter diesem und diesem XML-Dateinamen, wo ich dann im Anschluss dann eben meinen Import das wieder angeben kann. Bis das mal lädt, sichern wir mal die ganzen Gruppenrichtlinien-Einstellungen, sind extrem viel. Machen wir das Ganze mal auf cgpo.sic. Ja, ist gut, gibt es nicht, ich weiß. Oder ich weiß es eben nicht. Neuer Ordner, gpo.sic, erstellen doch einfach. Sichern. Geht ein Momentchen, und da wird alles im Dateisystem. GPOSIC abgelegt mit der GUID der Gruppenrichtlinie. Und wie gesagt, importieren keine Ursache, könnte ich hingehen und sagen, ich möchte gerne wieder eine Sicherung verwalten.
könnte sagen, ich möchte gerne diese Gruppenrichtlinie Status von diesem Zeitpunkt wiederherstellen. Klicke hier auf Wiederherstellen und das Ding ist wieder da. Eignet sich auch sonst sehr gut, um mal eine Sicherung zwischendurch zu machen, dass man nicht gleich das Backup-Band einlegen muss und die gesamte Sicherung des Servers wiederherstellen muss, falls mal etwas verloren geht. So, jetzt gehen wir mal auf den neuen Domain-Controller und importieren das da wieder. Wie gesagt, nicht möglich über die grafische Konsole. Aber zuerst saugen wir uns mal diese Angaben rüber. 20.170 ist der alte Domain-Controller. Gehen wir mal auf das Laufwerk C. Sollte man noch richtig tippen. Old-lab.com. Word. So, viel besser. GPO-SYC. Auf C. Haben wir hier eine Kopie. Um das Ganze jetzt zu importieren, gehe ich auf Programme x86, ist es glaube ich installiert, sehr sinnigerweise im Microsoft Group Policy Ordner. Da haben wir die GPMC Sample Scripts. Das ist eine ganz schöne Menge, die da drin ist. Die kann man auch im Klartext editieren, anpassen auf eigene Bedürfnisse, macht aber nicht sehr viel Spaß, auch wenn man Scripting-Erfahrung hat. Ziemlich speziell vom Syntax her. Dann import all GPOs mit dem C-Script aufrufen. Dann cgpo.sig, das ist der Ort, wo das Ganze drin ist. Wie gesagt, da könnte ich noch den Parameter Migration Table angeben, um da auch noch was Search Replace-mäßig umzusetzen. Drücke Enter, es wird importiert. Default Domain und Default Domain Controllers Policy muss man nicht unbedingt mitnehmen. Das ist jetzt ein bisschen unideal, aber spielt für unsere Geschichte jetzt nicht eine große Rolle. Somit, wenn wir da die GPMC starten, sind wir wieder im Besitz aller unserer GPO-Objekte gemäß der alten Umgebung. Eignet sich auch mal, um eine Testumgebung aufzubauen, vielleicht einen Prototyp zu bauen, um nochmal zu schauen, wie die Migration sich verhalten würde in der Praxis, wenn ich es dann live mache. Dann haben wir die GPO, die OUs, die übertragen werden müssen, wenn wir das Ganze übernehmen möchten. Da gibt es die Möglichkeit, csv.de, ldif.de zu verwenden. Das ist aber nicht unbedingt besonders benutzerfreundlich mit den ganzen Filtern, dass man nur die OU-Objekte mitnimmt, etc. Darum habe ich da auch ein kleines Tool erstellt im Migration Toolkit. OU ist nicht da, schlechte Idee. Das heißt, wir sorgen mal dafür, dass sie da sind. Drei Lösungsmöglichkeiten, wie gesagt, csv.de, ldif.de oder eben der OU-Mover, wie wir das benannt haben, um das zu exportieren und importieren. Geht am schnellsten, wie gesagt, keine Filter mehr, Anpassungen notwendig. Machen wir das gleich mal. Gehen wir wieder auf den alten DC. Ich habe da eine extrem umfangreiche OU-Struktur. Unter Benutzer sind ein paar OUs vorhanden. Gehen wir mal aufs Command Prompt. Und das kommt man leider nicht umweg. Im Tools-Ordner habe ich da ein paar Tools abgelegt, unter anderem auch den OU-Mover. Und der OU-Mover hat so ein, zwei Parameter, ist da auch ziemlich umfangreich erklärt, was die Parameter dann sind. Wenn man einmal ein Tool da gesehen hat vom Migration Toolkit, dann kann man das auch sehr gut adaptieren auf alle anderen. OU-Mover, Abstand. Ich möchte gerne exportieren in den Filenamen OUs.txt, eben exportieren möchte ich gerne. Und der Basispfad, das ist gegengestemmt unter Basis, soll sein die OU-Benutzer und alles, was darunter liegt, in der Domäne old-lab.com. OU-Mover, ja, das wäre noch was. Dann wird exportiert. Die ganzen OUs angezeigt, die exportiert worden sind. Ich gehe dann wieder auf den neuen Domain-Controller, um das Ganze zu importieren. Zuerst müssen wir das Ganze mal abholen. Tools-Verzeichnis hat es standardmäßig abgelegt. OUs.txt. Ich mache schon mal präventiv einen zweiten Explorer raus, werde noch einiges kopieren müssen. Legt das mir auch mal im Tools-Verzeichnis ab, die alten OUs der alten Umgebung. OU-Mover, Filename,
OUS .txt. Dieses Mal ist es ein Import und importiert soll es werden in den BaseDNOU Benutzer auch, dc gleich old, new, itrainlab, dc gleich com. Die OU-Benutzer erstelle ich noch schnell, dass die übergeordnete OU vorhanden ist. Wir können natürlich auch die ganze Domäne, alle OUs exportieren und importieren. Es ist nicht notwendig, jetzt nur einen Teilbereich zu machen, aber so könnt ihr natürlich auch Reorganisationen vornehmen. Also ihr könnt sagen, ihr exportiert Benutzer old-itrainlab.com und er packt es im Anschluss auf Firma XY Benutzer new-itrainlab.com. Also das kann differieren. Führen wir das mal aus. Es wird eingelesen. Und wenn ich mal einen Refresh mache, sind die ganzen O's wieder vorhanden. Mit der Beschreibung dazu, mit allen Attributen, die eine O normalerweise hat. Doch ein bisschen einfacher, denke ich, als CSV-DNL-Lift. Zum Nächsten haben wir noch die GPO-Links. Auch die GPO-Links, wie gesagt, werden nicht gesichert und wiederhergestellt automatisch durch die entsprechende Exportfunktion in der GPMC. Dafür haben wir auch ein Tool gemacht, war noch lustig. Da wird direkt mitten in einer Migration ein Neuaufbau von der Umgebung. Man wollte aber die ganzen Gruppenrichtlinien mitnehmen. Es war eine Umgebung mit ungefähr 15.000 Benutzerobjekten und eben mit ganz vielen SharePoint-Gruppen. Und mit entsprechend vielen GPOs auch, die hatten ungefähr 150 Gruppenrichtlinienobjekte, die da auf verschiedene Punkte verlinkt waren, mit Sicherheitsfilterung und allem drum und dran. Problematik war, wir hatten das Tool noch nicht. Und mein lieber Arbeitskollege hat sich da mal hingesetzt, hat den ganzen Tag lang manuell geschaut, wo ist es da verlinkt und an neuen Orten entsprechend verlinkt. Manuell, toller Job. Und als ich das mitbekommen habe, am Nachmittag, habe ich mich kurz dran gesetzt, 2 Stunden habe ich ein Tool entwickelt, das kleine Skript hier, ihm angerufen, gefragt, bist du schon fertig? Also ja, ich so, ja, ich hätte da was gehabt. Das hätte es dir von 8 Stunden auf 2 Minuten reduziert. Ja. Okay, wie migriere ich das? Es werden also GPO-Links mit all deren Eigenschaften übernommen. Das heißt, auch mit dem Attribut, ist die Verknüpfung aktiviert oder nicht aktiviert, sowie ob es enforced ist oder nicht. Also ob kein Vorrang aktiviert ist, erzwungen. Liest aus einer Quelldomäne, liest wieder ein einer Zieldomäne, setzt die ganzen neu. Basispfad kann wiederum differieren. Wichtig ist einfach, dass die OUs vorhanden sind, weil er merkt sich auf welche OU was verknüpft. Die Struktur muss also genau gleich sein. Und die GPOs, die Objekte, müssen auch schon vorhanden sein, damit das funktioniert. Das Vorgehen, wie gesagt, wenn man das eine Tool kennt, kennt man alle anderen eigentlich auch schon. Das ist einfach dann nicht der OU-Mover, sondern der GPO-Linker. Auch ein File-Name wird dann gegeben, nennen wir mal gpolinks.txt. Wir möchten gerne einen Export machen aus diesem Basispfad. Da kann ich auch gerade die ganzen Domänenpfad angeben. Dann wird exportiert die entsprechenden Links. Ich gehe auf die neue Domäne und importiere das dann nach dem gleichen Schema. Nehmen wir erst noch die GPO-Links. Da sind wir GPO-Links-Text. Schnell auf das lokale System. GPO-Linker. File-Name, das mal ist es aber ein Import, Basispfad ist die ganze neue Domäne, der neue Pfad. Und schon wird entsprechend alles, was an OUs vorhanden ist, durchgegangen. File habe ich falsch gesehen. Pfui. Ja, Asche auf mein Haupt. GPO Links, TXT, danke. Ich sehe, passt auf. Und man sieht jetzt hier, die Default Domain Controllers Policy ist schon gesetzt, aber die Einschränkungen Baseline auf die Benutzer-OU war noch nicht gesetzt, die wurde jetzt neu entsprechend umgesetzt. Also gibt auch Feedback, ob die OU nicht vorhanden ist, das GPO-Objekt nicht vorhanden ist und sagt dann eben auch, was alles erfolgreich gegangen ist. Gut, somit haben wir die GPO-Links auch drüben. Nächster Schritt. Benutzer migrieren. Endlich. ADMT.
Ja, das gemachte Netz, Nest, das heißt, wenn sich die Leute das erste Mal dann anmelden werden, haben sie auch schon die entsprechenden Einstellungen, die von den GPOs vorgegeben werden. Benutzermigration. Gehe mal den Assistent als Trockenübung kurz durch. Man nehme alte und neue Domäne. Man nehme eine Benutzerauswahl vor, sprich, entweder wähle ich die aus direkt im Active Directory oder ich kann sie auch über Include-Dateien einlesen. Wenn ich das auswähle, dann sieht das ungefähr nachher so aus. Ich habe auch eine Suchmaske im Active Directory, wie man das schon kennt. Wenn ich sage Include-Datei, gebe ich hier eine CSV-Datei an. Wir sehen dann nachher noch, was für Spalten diese enthalten kann. Und mit dieser Funktion der Include-Datei habe ich auch die Möglichkeit, einen Benutzer-Werter-Migration umzubenennen. Zwar den User Principal Name, den Relative Distinguished Name, etc., die SAM-ID. Das heißt, Auswahl, wenn ich eine Include-Datei vornehmen würde, muss die erste Zeile mal die Spaltenüberschriften beinhalten. Mindestens diesen Source Name muss beinhaltet sein, wenn ich eine einfache Selektion vornehmen möchte. Aber ich könnte dann auch eben auch den Target Relative Distinguished Name, SAM-ID und den User Principal Name gleich mit anpassen. Zu beachten ist einfach, der Source Name muss natürlich eingetragen werden, das ist das Minimum, sonst habe ich keine Selektion. Die restlichen Parameter sind optional. Wenn ich den Target RDN verwende, muss dem noch ein CN gleich vorangestellt werden. Also das denkt sich Microsoft nicht automatisch mit dazu. Dann gebe ich die Ziel-OU an, in welche ich dann das Ganze, die ganzen Benutzerobjekte ablegen möchte. Wähle dann aus, ob die Passwörter migriert werden sollen oder ob ich neue komplexe Passwörter generieren möchte. Wenn ich sie generieren lasse, dann macht er das in der Textdatei, das Ganze entsprechend auflisten, kann dann einen Serienbrief daraus erstellen, den Benutzer entsprechend informieren. Oder ich nehme halt eben die ganzen Kennwörter mit, was dann so ausschaut, dass ich hier denjenigen Domänenkontroller angeben muss in der alten Domäne, wo hoffentlich der PES schon installiert ist, der Password Export Service. Und auch gestartet. Dann kann ich zum Deaktivieren und Aktivieren noch etwas sagen. Man kann sagen, die Zielkonten sollen aktiviert werden. Oder auch egal, ob sie vielleicht in der Quelldomäne auch deaktiviert waren oder alles noch deaktiviert lassen auf der Zieldomäne, dass sich die Leute nicht schon in der neuen Domäne anmelden. Ich kann sie identisch behandeln. Ich kann auch sagen, Quellkonten nach der erfolgreichen Migration deaktivieren oder nach 30 Tagen bitte mal deaktivieren. Wir geben noch eine Karenzzeit, wo sich die Leute noch in der alten Domäne anmelden können. Und die wichtigste Option ist hier unten, nämlich die SID History mitnehmen. Sprich die alte SID in das neue Attribut SID History migrieren. Dann gebe ich einen Benutzer an, der über die Administrationsrechte verfügt in der alten Domäne. Könnte natürlich jetzt auch den neuen Administrator nehmen, den haben wir auch verschachtelt über die Domänen-Admins-Gruppe. Dann habe ich noch ein paar Zusatzoptionen, ob zum Beispiel zum Beispiel die Serverspeicher und Profile auch gleich mit migriert werden sollen. Das heißt, ob die Besitzrechte auf den Pfaden der servergespeicherten Profile von der alten SID auf die neue SID umgeschrieben werden sollen. Ich kann auch sagen, ob die Benutzerrechte aktualisiert werden sollen, also mitgenommen werden sollen. So nach dem Motto, ich darf mich als Dienst anmelden oder ich darf die Systemzeit verändern. Möchte ich das mitnehmen? Oder lasse ich das in der alten Domäne und baue das neu auf in der neuen Domäne? Was natürlich eher zu empfehlen ist, das neu aufzubauen. Ups. Zurück. Dann können wir auch sagen, ich möchte gleich auch die Benutzer, welcher der Benutzer, die Gruppen, welcher der Benutzer Mitglied ist, mitnehmen. Das heißt, wenn ich Gruppenmitgliedschaften aufweise, die direkten Gruppenmitgliedschaften, werden die Gruppen gleich mitmigriert während der Benutzermigration. Auch dies ist möglich. Kann man auch sagen, wenn ich die Objekte schon mal migriert habe und es hat sich in der alten Domäne was verändert bezüglich der Gruppenmitgliedschaften, dann aktualisiere das gleich bitte nochmals im weiteren Lauf. Plus, ich kann auch die Gruppenmitgliedschaften der Benutzer korrigieren, klingt jetzt fast gleich wie diese dritte Option hier. Das ist aber der Fall, wenn ich schon in der alten Domäne mit dem alten Benutzer Mitglied bin von Gruppen in der neuen Domäne. Dann werden die entsprechend von alter SID auf neue SID umgesetzt, sobald der Benutzer auch rüberwandert, wenn die Gruppen zuerst migriert worden wären. Das Ganze, was ich da erzählt habe, schreibe ich da nochmals. Das heißt, für eure Dokumentation dann diese beiden Slides, wo diese Optionen nochmals erwähnen.
Der nächste Schritt ist die Auswahl der jeweiligen Attribute, auf welche ich bei der Migration verzichten möchte. Standardmäßig werden fast alle Attribute migriert, nämlich zumindest diejenigen, die Windows standardmäßig kennt. Exchange-Attribute zum Beispiel. Exchange macht ja auch eine Schema-Erweiterung. Diese werden nicht mit migriert von alt zu neuer Domain. Genau das ist ja dann das Problem bei der 2010, wie wir das später sehen werden. Dann kann ich noch entscheiden, was mit Konflikten passieren soll. Beim ersten Mal muss ich mir dann noch keine Gedanken drüber machen, weil die Benutzer sind ja in der neuen Domäne noch gar nicht vorhanden. Ich kann sagen, okay, dann einfach lass es bleiben, wenn es einen Konflikt gibt. Wenn ich sage, wenn es einen Konflikt gibt, dann habe ich noch Zusatzoptionen, dann möchte ich gerne zusammenführen. Das heißt, ich soll die ganzen Attribute entsprechend anpassen, auf den aktuellen Stand bringen. Das heißt, die von der alten Domäne, die Benutzerinformationen noch was neu übernehmen. Ich kann dann auch noch sagen, ob die Benutzerrechte auch noch was angepasst werden sollen, sprich auf der Zielkonto entfernt und neu geschrieben. Wenn auf der Zieldomäne schon was dazugekommen ist, wird das wiederum gelöscht und neu übertragen. Dann kann ich noch definieren, ob die Zielgruppenkonten entfernt werden und die Gruppenmitgliedschaften neu gesetzt werden. Das ist auch unter Umständen gefährlich, weil vielleicht sind die Benutzer schon Mitglied von bestimmten Gruppen in der neuen Domäne und ich wollte das explizit so. Und ich habe auch die Möglichkeit, die in Konflikt stehenden Benutzerobjekte, wo vielleicht schon eine andere OU-Struktur verschoben wurden, wieder in die Migrated Objects OU zurückzuverschieben, um zu definieren, hey, das wurde nochmals abgeglichen. Schau das bitte nochmals an. Kann noch praktisch sein. Auch diese Optionen sind hier nochmals erklärt für eure Dokumentation. Dann ist nur noch das Fertigstellen angesagt. Einmal klicken. Und dann wird kopiert. Und genau das schauen wir uns mal live an. Auf dem neuen Domain-Controller gehen wir ins ADMT. Rechte Maustaste, Assistent zum Migrieren von Benutzerkonten. Es ist auch empfohlen, meistens zuerst die Benutzerkonten zu migrieren. Willkommen, weiter. Alte Domäne ist oldicronlab.com. Tag, dann liest es mir automatisch die Domain-Controller auf. Wenn ich Administrationsrechte habe in der alten Domäne, sonst nicht. Nehmen wir gleich explizit denjenigen. Dann die neue Domäne ist newitrainlab.com, Domänencontroller der DC New Lines. Next. Vertrauensstellung scheint zu funktionieren, sonst hätte es jetzt schon mal das erste Mal abgebrochen. Ich wähle die Benutzer aus der Domäne aus, hinzufügen. Ich nehme nicht gleich alle, ich nehme nur bestimmte. Mal alle im Pfad Benutzer, bitte mal suchen. Ich nehme mal das einen Bunch raus, vielleicht ein bisschen weniger, das sind ungefähr 1000 Objekte, die ich jetzt hier drin habe, in der Testumgebung. Ich nehme da mal ein paar. Werden hier aufgelistet. Weiter. Die Ziel-OU soll eben diejenige sein, die wir schon vorbereitet haben, die Migrated Objects. Also man tut sich gut, wenn man alles schön vorbereitet hat. Ich möchte gerne die Kennwörter mitmigrieren von diesem Domain-Controller in der alten Domäne. Der hat den PES drauf. Zugriff verweigert. Auch schön. Es konnte keine Sitzung hergestellt werden. Juhu. Darum sagt man immer so schön, macht niemals Demos mit Windows oder Kindern. Gestartet ist er eigentlich. Ich hatte das Problem, ich mache jetzt mal was ganz Böses. Ich mache das zu Hause nicht nach. Schade. Aber es hat was mit diesen Dienstberechtigungen zu tun. Wahrscheinlich bräuchte ich noch einmal einen Restart. Nehmen wir mal die komplexen Kennwörter, die generiert werden. Nehmen wir die SID-History mit, die alte SID. Lasse mal die Ziel- und Quellkonten identisch. Kann nicht migriert werden. TCP-IP-Client-Support, wenn man nicht bestätigt werden kann. Zugriff verweigert. Ja, da ist wirklich ein anderes Problem noch vorhanden. Juhu. Macht Spaß.
Diese kleine Client-Support ist ein Registry-Key, der manchmal ein bisschen Probleme macht bei der Migration. Den kann man sich ja googeln, muss dann den Registry setzen, die Domain-Controller neu booten und dann funktioniert das wunderbar. Lustigerweise habe ich auf dieser Umgebung einen Snapshot gesetzt, die ganze Migration einmal durchgespielt und hat alles wunderbar funktioniert. Jetzt kommt er plötzlich mit dem TCP ID Client Support, aber es ist dennoch noch interessant und gut, dass wir die Fehlermeldung hier haben, weil genau auf diesem Ding müsst ihr suchen in Google, wenn ihr diesen Fehler habt. Das kann sich auch anders auswirken. Es kann sich auch auswirken in dem Sinne, dass die Migration zwar startet, aber nach einer bestimmten Anzahl Benutzer, die migriert wurden, langsam wird und plötzlich irgendwann mit einem Fehler abbricht. Also wir haben da mal irgendwie 5000 Benutzer markiert zur Migration und bei irgendwie 4000 plötzlich ist das Ding abgeschmiert. Und als man es neu gestartet hat, immer so plus minus 4000 war es fertig. Dann haben wir diesen Registry Hive gesetzt und alles ging. Wunderbar und schnell. Also von dem her nicht schlecht, es ist noch gekommen. Man kann Nelson was dazu erzählen. Ich lasse es jetzt mal kurz mit der SID History. Haben jetzt leider keine Zeit, uns darum zu kümmern. Ich kann das vielleicht noch nachliefern. Wir verzichten auf keine Attribute sonst für die Migration. Konflikte gibt es noch nicht. Ich habe noch keine Objekte in der neuen Domäne. Dann die Zusammenfassung. Fertigstellen. Und dann wird die Migration gestartet und man sieht dann auch, wie viele Benutzer schon überprüft wurden, respektive kopiert wurden. Je nach Netzwerkverbindung und sonstiger Leistung, ja, ich denke, es ist ungefähr so die Geschwindigkeit, die normal ist. Also es reicht für einen Kaffee meistens. Okay. Die Gruppenmigration sieht fast gleich aus, läuft auch über ADMT. Die Gruppenmigration müssen wir ja nicht unbedingt eigentlich starten, könnte man meinen, wenn wir schon gesagt haben, bei den Benutzern nimmt die Gruppen gleich mit. Aber es werden ja nur dann diese Gruppen genommen, welchen der Benutzer direkt Mitglied ist und nicht die Ressourcengruppen oder die Gruppenverschachtelung im Hintergrund. Dementsprechend sollte man eben schon auch noch die Gruppen zusätzlich migrieren und nochmals die ganzen Mitgliedschaften aktualisieren lassen, wo eben nicht ein Benutzer ein direktes Mitglied davon ist. Was sich verändert im Assistenten, sonst sieht das ungefähr gleich aus, ist dieser Punkt hier. Ich kann hier auch noch was sagen, Benutzerrechte aktualisieren, das eben so als Dienst anmelden, was auf eine Gruppe gesetzt ist, auch übernommen wird. Auch gegengleich kann ich hier sagen, ich möchte die Gruppenmitglieder mit migrieren, die entsprechend gesetzt sind, wie beim Benutzer, wo ich sagen kann, nimm die Gruppen mit, welchen er Mitglied ist. Habe hier die Gruppenmitgliedschaft, die ich korrigieren kann, bezüglich, wenn alte Benutzer in der neuen Domäne schon in Gruppenmitglied sind, dass der alte und neue SID replaced wird und ob die Gruppen-SIDs mitgenommen werden. Ansonsten, eben auch nochmal zur Dokumentation, die ganze Definition dieser Optionen. Und anschließend wird eigentlich genauso migriert wie bei den Benutzern auch, also nicht wirklich speziell anders. Lasst uns auch noch die Gruppen migrieren, aber ich denke nicht, dass das schon so weit ist. Schauen wir mal, wir haben da schon 104, 108, ja, es geht vorwärts. Ich schlage mal vor, dann machen wir mal eine Pause, 10 Minuten, ist eh schon wieder Zeit dafür. Und ich werde mal schauen, ob ich da noch was hinkriege. Und dann geht es im nächsten Fall noch um die Computermigration und Exchange-Migration. Ihr seht, wir haben keine Zeit. Okay, wir sind 10 Minuten.